Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Immer diese Willkommen. epischen Einleitungen immer von mir. Ach komm, wir legen jetzt einfach los. So, wir müssen ja mal wieder für den Renner an Arsch der Welt rennen. Irgendwas mixen. Müssen wir da hoch? Oder wie? Oder nee. Oder? Bin verwirrt. Ich frage mich allerdings, wie so ein kleines Land, wenn das ja die Außengrenze des Reichs ist, sich so einen Palast leisten kann. Kannst du mal sehen, das geht offensichtlich. Hier hoch? Nee. Oh, ein Blümchen. Oh, Was? wen juckt's? Soll ich euch mal was sagen? Von Du hast ihn auch. der Seite kommen wir nicht hoch. Was doch hier hinten? Um, ja. Ich würde den Weg einfach nehmen. Nee, eben nicht. Da ist noch ein Blümchen. Du scheiß Botaniker. Boah. Killix. Ach komm, was soll's. Ich habe das zweite Blümchen stehen lassen, damit ihr euch nicht wieder beschwert. Oh, du bist so großzügig. Ich weiß. Hab Roboter gefunden. Okay, zurück zum Haus. Laber doch nicht. Bist du im Haus? Schnellreise, beste Reise. Nein! Hier ist das Fotogespräch. Oh, Man kann Junge. eh Kinder teilnehmen. Du redest wieder nur mit dir selbst. Okay, jetzt müssen wir zum Haus Cortez zurück. Gut, dann jetzt Schnellreise. Ich genieße die Aussicht, ich fahre. Ja, wie Blümchen sammeln. Kein Kind Blümchen sammeln. Oh, aber ich kann sterben, wie es aussieht. Oh Mann. Also ich bin weg. Oh, ich lebe noch gerade so. Ich bin weg. Hat er wieder den Schnellweg genommen wahrscheinlich. Ja, kehrt ein. Schneller als Schnellreise. Stirbt einfach. Kommt doch wieder Ja. hier oben raus. Na komm, geh schon mal rein, er kann per Holo dran teilnehmen. Hier kann er eben nicht. Doch. Nee, das ist kein Gespräch. Das ist ja kein Gruppen, das ist ja nur seine Story. Dann hast du Pech gehabt. Immer ganz sozial. Tötet den Hexer, los! Gerade vor mir verschwunden. Der Hexer auf seinem Riesentier. Gerade voll in den Boden rein. Bin schon im Haus, wartet, wartet, Oh, wartet. ich bin auch im Haus. Ja, ich bin noch im Vorhaus. Im Vorhaushaus. Oh. Der Baron erwartet euch. Hier entlang, bitte. Unser Gast ist eingetroffen, mein Lord. Baron P.A. Cortez, Schwert des Burglandes. Darf ich vorstellen? Der ehrenwerte Abgesandte des Sith-Imperiums. Dieser Mann hat sein Leben im Dienste des Hauses Cortez riskiert, tapfer unsere vermisste Patrouille wiedergefunden und die Bedrohung durch die Killiks aufgedeckt. Echt? In Anerkennung seiner edlen Taten und aus Respekt für seine Leistungen bitte ich darum, dass ihr ihm eine Audienz gewährt. So soll es denn sein. Ich bin Baron Pillar Cortez, mein Herr. Willkommen in meinem Haus. Mit allem gebotenen Respekt, Baron. Ich würde eine private Unterhaltung vorziehen. Dafür gibt es keinen Grund. Mein Hofstaat ist loyal und vertrauenswürdig. Hoffentlich habe ich euch an den Toren keinen falschen Eindruck vermittelt. Aber ich nehme die Sicherheit meines Hauses sehr ernst. Eines der wenigen Dinge, um die sie sich kümmert, neben ihren Gärten und ihren Ackhunden. Ihr bringt mich zum Erröten, mein Lord. Sagt mir nun, warum besucht ihr mein Haus? Benötigt ihr einen Gefallen? Wollt ihr eine Allianz vorschlagen? Diese Daten beschreiben jemanden, der mich interessiert. Werft einen Blick darauf.
Ich weiß zwar nicht, wonach ich suchen soll, aber gut. Ah, ich verstehe. Ein Besucher meines Hauses. Ich glaube, ihr sucht nach Meister Denry Ehl. Wir haben ihn und seine Gefolgschaft schon öfters bei uns aufgenommen. Ich fürchte, ich kenne den Namen nicht. Denry Ehl war einst Lord Denry Ehl. Ein mächtiger und von den Adelshäusern respektierter Mann. Doch vor einigen Jahren gab er seine Position auf. Er wurde zu einem Vermittler und setzt sich seither für den Frieden ein. Seltsam, dass ihr gerade jetzt nach ihm fragt. Denry Ehl wird schon seit mehreren Wochen vermisst. Niemand weiß, ob er auf einer geheimen Mission unterwegs ist oder ob ihn ein schlimmeres Schicksal ereilt hat. Ich weiß, auf welche Möglichkeit ich setzen würde. Ich werde über formelle und informelle Kanäle nach seinem Verbleib suchen. Wenn ich ihn für euch finden kann, dann werde ich das tun. Ihr werdet bestimmt auch eigene Untersuchungen anstellen wollen. Das Imperium hat sicherlich Kontakte, die euch helfen werden. Schön, von mir aus. Zusammen können wir diesen Vermittler finden. In der Zwischenzeit heiße ich euch gerne als Gast dieses Hauses willkommen. Unser Haus ist berühmt für seine Gastfreundschaft. Wir müssen unbedingt zusammen dinieren. Ihr könntet die Erkunde kennenlernen. Der Baron hat gesprochen. Diese Audienz ist beendet. Ich laufe gleich auch noch bei den Typen. Die sind alle so komisch unterwegs da. Ich habe nur gesagt, dass der Planet schön ist. Ich habe nie von seinen Bewohnern gesprochen. Das sind die letzten Pfosten, ehrlich gesagt. Es sind sehr, sehr, sehr nette Menschen. Was? Achso. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Lass mich raten. Wieder zu deinen Typen da? Das war so klar. Yep. Ach ja. Ich hab den anderen Weg genommen und bin gleich da. Wenn ich irgendwann mal Chef vom imperialen Geheimnis bin, werden alle Basen in Nähe der Raumhäfen verlegt. Ja, ne? Aber ich schätze mal, das werde ich nicht werden. Ne, dafür sorgen wir. Super, danke. Oh, ein Blümchen. Jetzt hast du ja Zeit. Blick auf diese wunderbare Bergwelt. Ich muss schon sagen, die... Aber finde ich schöner wie diesen Wüstenstaubplaneten. Naja, also gefällt mir auch wirklich, aber Tatooine ist auch schön. Mhm. Also hier, wo ich sitze, finde ich es einfach nur toll. Du stehst. Also ich finde echt nach diese fliegenden Riesenteile, die nein, rum, ganz geil. Taxis. Ey, guck mal hier, was direkt vor uns. Jetzt ist weg. Oben. Ja. Taxis. Wie heißen die? Das sind Taxis. Nein, Mann! Das sind Taxis, diese Viecher. Die kriegst du später. Das will ich sehen. Das sind dann, wenn du weiterkommst auf dem Planeten, sind das die Taxis. Ich finde die Dinger so cool, also Taxis. Nein, die Taxis. Oh Mann. Glaub uns was, wenn wir dir was sagen. Nee. Wir sagen dir schon nicht oft was. Willkommen zurück. Eure Aura reflektiert eure Einstimmung auf das große Lied. Euer schräges Gerede interessiert mich nicht. Natürlich. Ihr seid wegen eurer Mission hier. Unsere Beobachter haben gesehen, dass ihr das Cortez-Anwesen besucht habt. Die Fingerlinge haben alles mitgehört und den Namen Denry Ehl aufgeschnappt. Wir haben Ehl während unserer Zeit als Botschafter getroffen. Mit seinem Wohlstand und seinen Fähigkeiten könnte er durchaus euer Ziel sein.
Eure Meinung interessiert mich nicht, Vector. Befolgt einfach meine Anweisungen. Wir wollten gewiss nicht unsere Grenzen überschreiten. Es war nur so ein Gedanke. Unser Nest hatte in den letzten Jahren viele Verbundene. Soldaten, Kinder, Adlige. Wir könnten ihre Erinnerungen durchsuchen, um herauszufinden, was sie von Denriel wissen. Mal sehen, was ihr herausfinden könnt. Wir erinnern uns an Pabel Alde. Als ihr Gleiter abstürzte, wurde sie von unseren Sammlern zum Schwarm gebracht. Unsere Heiler haben sich um sie gekümmert. Wir sind eins geworden. Ihr Haus, das Haus Alde, ein altes Haus von Gelehrten und Antiquaren, gewährte Ael Unterkunft als Anerkennung für seine Verdienste als Vermittler. Im Alde-Anwesen finden sich Aufzeichnungen seiner Arbeit. Wenn ihr die Verteidigungen des Anwesens überwinden könnt, gehören die Aufzeichnungen euch. Gute Arbeit. Diese Aufzeichnungen gehören schon bald mir. Gestattet mir einen Hinweis, wenn ich so frei sein darf. Das Haus Alde verachtet das Imperium und das Anwesen ist rund um die Uhr auf einen imperialen Angriff vorbereitet, sogar auf einen verdeckten. Seid vorsichtig. Erste. Jeder andere von uns musste nur mit einer Person sprechen, um zum Haus Alde geschickt zu werden. Du darfst ja erstmal in der Prärie rumreisen und irgendeine Scheiße zusammensammeln und dann darfst du da auch hin. Tja. Jeder wie es verdient, ne? Huch. Halt. Hier lang. Wer pullt wieder? Ich nicht. Ich auch nicht. Nein. Ich hab wirklich nicht. Nein. Ach, laber doch nicht. Haha, jetzt bist du letzter. Nee, bin ich immer noch nicht. Okay. Doch. Nein. Doch. Und hier doch nicht. Doch. Hier ist gerade Party. Hier gefällt's mir. Hier ist was los. Bleibt stehen, wo ihr seid. Ihr seid meines Ranges nicht würdig. Die Etikette schreibt vor, dass ach so, jeder, nein, der nee. Im Rang niedriger ist als ich, sich mir Hello, ohne meine Erlaubnis nicht auf weniger als 10 Schritte nähern darf. Wartet, ihr? Ihr seid der Advokat des Hauses Chirar? So eine Ungeheuerlichkeit. Ich würde euresgleichen nicht mal die Abwasserkanäle schrubben lassen, geschweige denn euch wichtige Botschaften anvertrauen. Boah. Ihr solltet lieber ruhig sein und mir einfach die Nachricht aussendigen. Ihr habt ja nichts zu befehlen, elendiger Hund. Die Ehre gebietet es mir, dass diese Nachricht so lange in meiner Obhut bleibt, bis ich sie jemanden mit dem entsprechenden Rang geben kann. Ein dressierter Tranta bekommt sie nicht. Ich habe hier einige Zeichen der Anerkennung für meine Adelsfreunde. Ein einfacher Botengang. Liefert sie ab und verdient euch die Ehre eines 10-Jährigen. Danach kann ich mit euch sprechen. Warum liefere ich ihnen nicht einfach eure Zähne? Oh, ihr habt mich geschlagen. Danke, 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 danke. Ihr, was auch immer ihr seid. Ich sorge dafür, dass man euch wie ein Tier abschlachtet. Worauf wartet ihr, Ochsen? Schlagt diese Töle zu Brei! Alter, diese Stimme, geht's nicht noch eine Oktave höher? Wieso ist die Innenleibwache schon halb tot, bevor es losgeht? Sehr geil. Nee, nee, nee. Baron Sarkar wird von diesem Vergehen hören. Freut euch darauf, ihm zu erklären, warum ich meine Informationen jetzt behalte. Ich verlange, dass ihr vor mir auf die Knie fallt und um Gnade fleht. Oder ich schwöre, dass ich euch für diesen Frevel vor ein Tribunal bringe. Schlag nochmal zu. Ihr lernt sehr langsam. Danke. Ach, das tut beim Zusehen schon gut. Hört auf! Ihr werdet das in Ordnung. Gnade! Gnade! Ich gebe nach! Ich gebe meine Hälfte des Sicherheitscodes ein. Bringt diese Nachricht zu Baron Sarkar mit meinen besten Empfehlungen. Bringt trotzdem. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder.
Töte ihn. Machen kalt. Keine Chance. Oh. Aber die Schläge haben gut getan, auch als Zuschauer. So. Hätten wir das geklärt. So, ich muss jetzt hier gleich um die Kurve. Wo ist denn das? Bei mir seitwärts? Ja, mache ich auch gerade. Ah. Höhle. Wollt ihr auch noch was zu tun haben? Dann müssen wir ein bisschen vorrennen, weil sonst wird das hier ziemlich knapp werden. Na ja, hey, mach du mal. Ach, besiege die Streitkräfte. Die Bonusmission habe ich gleich fertig. So wie jetzt. Ach ne, sind ja unsere. Ist ja eine Allgemeinquest hier unten. Ich dachte, das ist nur meine Quest. Deine Quest. Nö, die Bonusquest habt ihr gerade mitgemacht. Ja. Ja. Also ich hab keine Bonusquest. Ja, du hast das schon abgeschlossen. Hast du doch schon, genau. Du warst schon durch. Aha. Kurz ein Wissensobjekt einsammeln. Scan, da hau mal einen EP-Boost rein. Warum? Wir haben zwei Level in der Hanks. Mittlerweile ganz schön hinter euch. Oh, ich hab mal reingehauen. Der hat was Grünes. Huch. Da kam uns einer entgegen. Ja, ja, ich habe auch gerade geguckt. Ich dachte, wir sind in der Instanz, aber nein. Nee, ist nicht abgeschlossen. Hm. Na gut. Wie ist der denn hier durchgekommen und hat die ganzen Leben gelassen? Das geht doch gar nicht. Das war ein Marodeur. Ach so, hm. Schattenschritt. Ach ja, ich liebe diese Fähigkeit, wenn ich sie selber benutzen kann. Tank! Ja, lass mich da erstmal. War der hinter mir aufgewacht? Ja. Wie hatte ich die Gegner hier schwerer in Erinnerung? Einen ja. Ausgezeichnet. Wie ihr seht, haben wir jetzt Zugriff auf die Organa-Systeme. Sie reden alle über die Skrupellosigkeit und Brutalität des Angriffs. Ihr Imperialen werdet gut ausgebildet, wie? Man muss lernen, so etwas wegzustecken. Moff Sarek sagte, ich solle euch respektieren. Nicht eure Beleidigungen erdulden. Warum nicht? Nur, da wir die Kommunikation der Organas überwachen können, sollten wir, Lord Tuul, der Stützpunkt wird angegriffen. Hilfe! Grenzposten 2 wird angegriffen!
Ich wiederhole, wir werden angegriffen! Perimeterverteidigung durchbrochen. Es sind Angriffsdroiden. Wiederhole, koordinierter Angriff durch Such- und Angriffsdroiden. Beim Blut der Königin. Na, das ist ja mal eine Verbesserung. Ich empfange. Es ist ein koordinierter Angriff auf alle drei Grenzposten, Killer- und Suchdroiden. Ich habe da draußen nur kleine Trupps. Nur ihr seid nahe genug, um sie rechtzeitig zu erreichen. Bitte alle drei. Rettet meine Stützpunkte und bringt mir die Speicherkerne aller Suchdroiden, die ihr zerstört. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Viel Glück. Ich bringe euch die Köpfe der Droiden. Und ihren Herrn. Danke sehr. Beeilt euch. Ach ja, ein Relikt. Ach, die respawnen hier ziemlich fix, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Da können wir versuchen durchzuschleichen. Oder nehmen wir einfach die Schnellreise. Da wird's. Schnellreise wohin? Na, zum Haus Tool. Okay. Und von dort an mit dem Taxi dahin, wo wir hin müssen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, hin, wo wir gerade hergekommen sind. Nee, nicht nur. Erstmal gehen wir. Wollen sollten wir nicht drei? Sind plus zwei. Ich such grad plus zwei. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Unser ist vielleicht außerhalb der Karte. Oder der Typ kann nicht zählen. Das würde ich ihm auch zutrauen. Ah, ich muss ja zugeben, da ist mir die Lady Tool, mit der ich das zu schaffen habe, tausendmal lieber als der Typ. Der sieht doch bald so aus, als könnte er von alleine nicht mehr aufstehen. Vor allem waren wir hier nicht gerade eben vor uns? Ja, für dein Zeug. Nö, nicht für meins. Ach nee, für Kopfgeldjäger waren wir hier. Und hier räumt schon jemand auf. Der Typ von gerade eben. Der Marodeur. Ich habe hier das erste Suchtruiden kommen. Was ist das? Hm? Eins von drei. Dass du das hast. Ich habe. Ah ja, ich sehe. Da hinten ist eins. Liegt hier oben rum. Folge mir. Bei der Leiche. Hier unten ist der nächste Suchtruide. Hier ist nix. Die Suchtruiden fallen ja bald von alleine auseinander. Der ist von meinem Schild verreckt. Eins von drei habe ich jetzt beim Suchtruiden. Ja, gut, da müssen wir den merkeln. Sollte ja nicht das Problem sein. Und 0 von 10 bei den Grenzposten, warum auch immer. Das hab ich aber auch. Das ist die andere. Das ist der andere. Den anderen haben wir schon abgeschlossen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal Richtung zu dem anderen, oder? Danke. Hier ist nämlich auch noch ein Suchtruide hier oben. Der Suchtruide verreckt wirklich von meinem Schild. Von meinem Blitzschild. Naja, ich hau auch von hinten noch was drauf, ne? Ja, aber ich bin abgemortet, da war er schon tot. So, der Suchtruide zählt nicht für mich. Ich brauche noch einen. Ja, Hier noch ein Druide. Hier ist noch einer, ja. Müssen wir kurz warten. Halt. Lass erstmal den... Jetzt. Die Typen haben nur übelst wenig Life. Ach hier, das zählt schon für die Grenzposten. Fünf, sechs, sieben, acht.
9? Wenn die Scheiße hier auf mich. Das ist wieder der andere. Ach, standst du gerade wieder bei dem anderen Typen? Mhm. Wie viele hast du? Fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Mir fehlt auch noch einer. Da oben. Ah ne, das war ein Viech. Wo seid ihr? Ach, da. Hier oben. Los, greift an. Der kommt. Wir haben es so geschafft, oder? Ja. Gut. Sollen wir hier zu Lord Tool zurück? Sollten wir vielleicht erstmal machen, nicht dass der uns dann auch wieder ins Haus Alder runterjagt. Weil alle anderen von uns müssen ja ins Haus Alder. Das ist die Dings-Quest, oder? Ha? Das, was wir jetzt gerade machen, ist doch hier die Main-Quest. Ja, ne? Das ist die Main-Quest, ne? Aber kann ja sein, dass der uns dann auch ins Haus Alder zurückjagt. Ich muss eh noch zum Haus Girard zurück. Ach stimmt, du musst ja noch zu deinem. Also zum Toolpalast, ne? No. Hm. Ja, gehen wir da erst rein und dann zu dir oder andersrum? Ist egal. Ja, gehen wir erst zum stolzen König von Tool. Oh ja, so ganz stolz und so. Zum Glück ist er kein König, zum Glück ist er nur Lord. Noch. Nimm mir nicht hinein meine Illusionen. Ich kann euch für euer schnelles Eingreifen gar nicht genug danken. Ich weiß nicht, was die Organas wollten, aber der Angriff muss lange geplant gewesen sein. Es gibt keine Herausforderung, die ich nicht meistern kann. Mofsarek hat mir einen größeren Dienst erwiesen, als er ahnt. Wo kommen die her? Was haben sie gesucht? Schnell! Die Programmsignaturen deuten auf Lord Cedaric Killesa hin. Lord Killesar ist mein Vasall. Er hat mir persönlich Treue geschworen, als wir aus dem Exil zurückkehrten. Niemand ist einem wirklich treu, es sei denn, er hat selbst etwas davon. Die Parameter deuten darauf hin, dass die Droiden einem Angriffsteam beitreten sollten, das... Mein Lord, das Programm zeigt ein Angriffsteam in einem Tunnel zwischen hier und dem Killesar-Anwesen. Ich finde keinen solchen Tunnel auf den Plänen. Der Belagerungstunnel! Beim Blut der Königin! Sie kommen durch den Belagerungstunnel! Geht es vielleicht etwas präziser? Es gibt einen alten Tunnel, der von hier bis zu Cedarics Anwesen führt. Früher war es ein Fluchtweg für den Fall einer Belagerung. Er ist seit Jahrhunderten unbenutzt, aber der Tunnel führt direkt in diesen Raum. Was sollen wir jetzt tun? Das wird ein guter Kampf. Ich hätte nie gedacht, dass euer Blutdurst einmal so nützlich sein könnte. Mofsarek gab uns Kisten mit Thermitladungen. Sie zu platzieren braucht Zeit, aber sie sind durchschlagskräftig. Wenn ihr sie mit in den Tunnel nehmt, könnt ihr ihn über Cedaric und seine Armee einstürzen lassen. Versiegelt ihn, damit sie uns nie wieder bedrohen. Ihr hättet ihn gleich versiegeln sollen, als der Krieg ausbrach. Ihr habt mich gelehrt, wie wichtig es ist, zu handeln. In der Nähe ist ein Tunneleingang. Der Lagerraum ist im selben Bereich. Ich werde meine Truppen rufen, um die Oberfläche zu verteidigen. Doch der eigentliche Kampf wird unten stattfinden. Danke. So ein unfähiges Stückchen Fett. Oh ja. Level up.
Hat er nicht was gesagt, der Tunneleingang ist im gleichen Bereich? Der ist dahinter. Das ist genau auf der anderen Seite vom Raum. Also gleicher Bereich ist bei ihm auch etwas relativ, habe ich so das Gefühl. Er hat halt so... Ja klar, wenn du die Größe der Häuser anguckst, ist es doch gleicher Bereich. Na, stimmt. Partytime. Ein Flummi verschluckt? Mhm. Hat er geschmeckt? Mhm. Schwerst da schon jemand die Sprengladung dran? Mach's. Ich hab du nicht rausgekriegt, wo? Ich hab's gemacht. Die ist da mitten drauf und blinkt. Hat's bei mir nicht, aber okay. Naja, das ist wieder so, wird nur blau angezeigt und ne. Sieht man manchmal ziemlich schlecht. Ja, ist so ein komischer Kreis, da kannst du den Stützpfeiler anklicken. Wieso hat er in einem fertigen Tunnel einen Tunnelbau-Druiden? Wird es bestimmt Gründe für geben. Die würde ich gerne hören. Oh, hier gibt's was Blaues. Und für mich Pancho, die sind schlechter. Ihr seid also die imperiale Marionette, die Jorah Tool beigebracht hat zu beißen, anstatt zu bellen. Leckt er eure Hand? Bringt er euch die Schuhe? Echte Alderaner werden sich niemals jemandem wie euch beugen. Ich habe einen Mordauftrag und ich möchte niemanden enttäuschen. Dann tut, was ihr wollt. Ein anderer wird meinen Platz einnehmen und danach wieder ein anderer, bis zum letzten Säugling. Wenn ihr auch nur eine Spur Ehre in euch hättet, würden wir die Sache hier und jetzt klären. Eure Leute gegen meine Leute. Dieser Tunnel wird einstürzen. Selbst unsere Ruinen sind lebendiger als euer Imperium. Rückzug! Waren auch ihr auch dagegen, als ihr das gemacht habt? Hm? Nö, aber ich frag mich gerade, wie wir da durch... Na egal. Nicht fragen. Wir haben's einfach drauf. Wir können's einfach. Ich hab einfach alle weggeheilt. Alle Schaden, genau. Punkte, die bekommen sind. Na klar.
einen riesigen Steinsbrocken auf die Omme gekriegt, aber der Heiler hat durchgehalten. Genau. Kannst loslegen. Die Killisas haben sich ergeben. Meine Leute kehren von den Außenposten zurück, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Als der Tunnel um ihren Loch herum explodierte, haben sie alle ihre Waffen niedergelegt. Ich werde Moff Sarek sofort von eurem Heldenmut berichten. Ohne meine Hilfe wäre das nicht gegangen. Das soll jeder wissen. Ich sorge dafür, dass alle es erfahren. Die Tools müssen keine weitere Rebellion in ihren Reihen fürchten. Eine Gruppe von eurer Wichtigkeit weiter aufzuhalten, wäre eine Verschwendung. General Stanel Tool koordiniert unsere Bemühungen beim Haus Alde. Redet mit ihm, wenn ihr weiter an der Eroberung beteiligt sein wollt. Ihr habt den Traum meines Hauses bewahrt, unsere Welt zu regieren, und mich viel darüber gelehrt, was das bedeutet. Ich werde es nie vergessen. Boah, ist das ein... Ja? Gut. Bevor wir uns jetzt zu Haus Alde aufmachen, ist die Zeit schon wieder rum. Deswegen stelle ich mich jetzt hier einfach mal in die Mitte von Haus Tool, also von Thronsaal Haus Tool, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.